Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudia und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein etwas anderes Video für euch. Und zwar geht es darum, wenn ich theoretisch die Möglichkeit hätte, eine My Little Box zusammenzustellen, was würde ich da so reinpacken? Oder generell eine Box? Ne? Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Hintergrund des Ganzen ist im Prinzip, dass ich tatsächlich auch diese Box selber zusammengestellt habe, weil da was geplant war, aber nie umgesetzt wurde. Und dann habe ich trotzdem die Box halt hier und das auch schon seit einer Weile. Und dann habe ich mir jetzt einfach gedacht, wäre ja schade, wenn ich es nicht zeigen würde. Und so kann ich halt auch nochmal darauf hinweisen, dass wenn ihr möchtet, dass ihr super gerne auch die My Little Box abonnieren könnt. Ich setze euch den aktuellen Code und den aktuellen Link auch gerne mal in die Infobox hinein. Das Team der My Little Box weiß noch gar nicht, dass ich dieses Video drehe. Aber ich fand das gar nicht so verkehrt. Ich hatte da, als ich die Box zusammengestellt habe, auch die Möglichkeit, so eine aus einer gewissen Auswahl zu wählen. Und da habe ich mir auch was bei gedacht. Es ging darum, dass man halt auch eine Doppelbox stellt, also quasi ja, doppelter Wert, doppelte Anzahl an Produkten. Und ich habe mir auch eine Tasche aussuchen können und da habe ich diese hier gewählt. Das ist die aus der, ich glaube, ja, hier steht es auch drauf, Make My Lemonade, irgendwie so eine Limited Edition oder eine Sonderedition, die wir ja schon mal hatten. War das nicht letztes Jahr im Sommer? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall finde ich diese Tasche an und für sich total praktisch. Die ist mega hübsch, auch hier mit so einem Täschchen nochmal dran, was du auch abmachen könntest, weil das so mit Druckknöpfen ist, ne? Und ja, 1A zum Verreisen. Und dann kann man die öffnen und hat hier halt die Produkte drin. Und die habe ich mir halt ausgesucht, wie gesagt, aus verschiedenen Kategorien einfach so zusammengestellt. Und ich erzähle euch einfach mal, was ich mir so dabei gedacht habe. So, erstmal gab es hier die Möglichkeit, so an Tools oder so sowas zu verwenden. Und da habe ich gesagt, boah ey, was ich immer verwende und wonach meine Mädels mich auch immer fragen, ist tatsächlich ein Haarturban. Und sowas in der Beautybox drin feiere ich persönlich total. Also ich hatte auch schon öfters in anderen Boxen solche Haarturbane drin und ich fand das immer cool. Und ich habe mir die immer gerne rausgenommen. Teilweise dann auch an meine Mädels weitergegeben oder halt auch selber behalten. Also es ist einfach eine so coole Geschichte, dass ich halt nicht mehr dieses Handtuch so mega komisch um meinen Kopf wickeln muss, sondern dass ich halt einfach ein Haarturban verwenden kann. Der kommt ja aus der Caudalie Limited Edition. Arrosé la serviette turban pour la presarora arrosage. Ja, läuft bei dir. Auf jeden Fall ist das auch ein Haarturban, den ich eigentlich, glaube ich, sogar noch da habe, aber meiner ist mittlerweile echt auseinandergefallen. Sehr, 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 sehr tolles Produkt und ja, hat mir einfach gefallen und deswegen wollte ich den auch auf jeden Fall dann in die Box mit reinpacken. Etwas, wo ich halt gesagt habe, ich freue mich immer drüber, wenn wir irgendwas von Rituals mit drin haben. Und wenn ich die Möglichkeit habe, was von Rituals in die Box zu packen, dann mache ich das. Also man kann diese Box natürlich nirgendwo kaufen oder so. Das ist jetzt alles so ein Hirngespinstgedönsen, ne? Also nicht irgendwie fragen, wo kriege ich die jetzt her? Nirgendwo. Vielleicht verlose ich die in diesem Video. Ich glaube, das mache ich mal so, ne? Ja. Und auf jeden Fall habe ich gesagt, okay, ich brauche dieses Duschgel da drin. The Ritual of Ying ist das Serene Foaming Shower Gel, genau. Und Sammy schüttelt sich. Ja, moin. Genau, das ist dieses hier und in der Full Size, ne? Und als ich halt die Möglichkeit hatte, das hier reinzupacken, fand ich das einfach toll und habe gesagt, rein damit, definitiv. Genau, dann The Body Shop, dann die Body Butter Mango reingepackt. Ich habe trockene Haut, deswegen war das halt einfach für mich logisch. Und The Body Shop hat man einfach auch gerne in so einer Box drin. Ne? 50 ml habe ich hier dann drin in der Box und das fand ich cool. Das, ne Sammy? Ja. Riecht auch richtig gut übrigens. Mag ich sehr gerne leiden. Sammy, möchtest du vielleicht zwischendrin einfach mal ein kleines Würstchen haben? Dann kann ich dir eins geben. Dann sehen die Leute auch mal, was ich immer mit diesen Würstchen anstelle, die ich bei Rossmann, DM und Co. kaufe. Ne? Hoch. Ich mache meinen kleinen Mr. Oh, damit glücklich. So ein schönes, saftiges Würstchen. Hm? Nom. Sehr geil. Genau. So. Zack, zack. Schublade wieder schließen, alles ordentlich machen. Okay, auf jeden Fall habe ich mir gedacht, sowohl als Körpereincreme-Produkt, was ich ja wirklich auch jeden Tag verwende, jeden Abend verwende, als auch ein Produkt von The Body Shop, ist das einfach irgendwie cool, wenn sowas in der Box mit drin wäre, oder? Dann habe ich auch noch, ja, da war ich so ein bisschen in meinem Grünflow drin, das Venergetic C+, das ist eine Maske, eine Instant-Detox-Maske, die die Poren verfeinert, den Teigüberschuss absorbiert und reinigende Tonerde, Kaffee und Weintrauben enthält.
75 Milliliter, war klar, ne? Also das, als ich die Möglichkeit hatte, das auszuwählen, habe ich gesagt, jo, die Maske muss rein. Du hast da einfach auch super viele Anwendungen mit dabei und hast da einfach auch ein bisschen länger was von. Und deswegen fand ich das irgendwie cool. Die müsste ich sogar auch noch in meinem Backup drin haben. Auf jeden Fall ist das sehr, sehr, sehr cool. Und Caudalie ist halt auch irgendwie so passend zu My Little Box, weil französische Marke und so. Und deswegen habe ich mir da sogar noch ein weiteres Produkt von ausgesucht. Und zwar das Serum SOS. Wo steht denn das auf Englisch? Da. Thirst Quenching Serum, Organic Grape Water Hyaluronic Acid und Antioxidant Phylophenols. Jo, 30 Milliliter, ist halt eine Full-Size. Ein Gesichtsserum in der Box drin, finde ich auch immer cool. Das hatten wir, glaube ich, sogar auch in der Sonderedition mit Caudalie oder so. Ich weiß es gerade nicht so hundertprozentig. Auf jeden Fall habe ich das auf jeden Fall habe ich das noch bei mir im Backup. Und deswegen wollte ich das auch gerne in der Box halt drin haben, weil Feuchtigkeit brauchen wir alle irgendwie und Poren verfeinern ist auch nicht verkehrt, ne? Wie gesagt, Caudalie haben wir hier ja auch schon mit drin vertreten, sodass das Ganze sich ergänzt. Dann habe ich, dekorative Kosmetik mache ich dir jetzt schon, ja, hatte ich die Möglichkeit, eine Maneater-Mascara von Tarte auszusuchen. Safe. Die musste mit rein. Die hat so ein richtig geiles, dickes Oschi-Bürstchen, Gummibürstchen lang. Sehr schöne Mascara, die viele sicherlich feiern werden. Und deswegen wollte ich die auch auf jeden Fall mit in meiner Box mit drin haben. Ist nicht meine Box. Ich sage es nur noch ein paar Mal öfter, falls jemand vielleicht gescrollt hat oder geskippt hat und das nicht mitbekommen hat. Ne? Diese Box gibt es leider nicht zu kaufen. Aber sie ist wirklich geil. Ja, es wäre wirklich geil gewesen, ich sag's euch. Dann habe ich auch noch einen Lidschatten ausgesucht. Da konnte ich aus verschiedenen Sachen halt auswählen. Und dann habe ich gesagt, komm, man freut sich drüber, wenn man was von MAC mit drin hat. Mono-Lidschatten mag zwar nicht jeder, aber das ist halt was Sinnvolles irgendwie. Weil das ist so ein Lidschatten, ist der jetzt schimmernd oder ist der Shroom Satin? Genau, den kannst du halt wirklich in jeden Look integrieren, als Inner Corner Highlight oder so, ne? Und deswegen fand ich das sinnvoll. Ja, genau. Hab mir da irgendwas bei überlegt, ne? Und wie gesagt, wenn ich MAC in der Box mit drin habe, feiere ich das eh immer tierisch. Das ist jetzt ein Produkt, das habe ich selber auch mal in der My Little Box mit drin gehabt. Und als ich das halt als Auswahlprodukt hier drin hatte, habe ich gesagt, ja geil, ist mega. Petit Stalactit ist das. Ist eine Ringaufbewahrung. Ich nehme das jetzt mal vorsichtig raus. Den habe ich nämlich auch bei mir. Habe ich den nicht hier? Doch, Moment, dann muss ich den gar nicht rausbrauchen. Steht nämlich hier bei meinen Schmucksachen. Den hatte ich, wie gesagt, auch mal selber in der My Little Box drin, ne? Und da kann man seine Ringe halt dran aufbewahren. Das ist so praktisch. So ein gutes Produkt. Manche von den Produkten, also von diesen Non-Beauty-Produkten, nein, Tools, genau, kriegen wir ja auch auf der My Little Beauty Homepage, ne, auf der französischen. Und ich glaube, das kriegt man da auch zu kaufen. Finde ich auf jeden Fall total super. Mag ich sehr gerne. Deine Ringe sind in Sicherheit. Lieblingsringe erschwinden schnell, verschwinden. Ach so, stimmt, da war ja dieser Witz, dass da teilweise Buchstaben verschwunden sind. Okay, schwer zu lesen. Deine Ringe sind in Sicherheit. Lieblingsringe erschwinden schnell, wenn du sie einfach liegen lässt. Lass die Sucherei und schieb sie einfach auf deinen neuen Schatzhüter aus dem ewigen Eis. Ja, süß, ne? Deswegen, also sowas fand ich cool. Und du hast bei der My Little Box halt sowohl Beauty-Produkte als auch Tools mit dabei, als auch halt so Lifestyle-Accessoires. Und deswegen musste das sein. Und dann habe ich ja auch noch das J'aime, J'aime tes yeux. Ich liebe deine Augen. Das muss ich jetzt aber aufmachen, wenn ich euch das zeigen möchte. Wenn ich die Box verlosen möchte, ist es ein bisschen schwierig. Aber wir schaffen das schon, ne? Genau. Hier habe ich Pinsel mit reingepackt und das muss sein. Also wirklich cool, oder? Ich hatte die Möglichkeit, Pinsel auszusuchen, deswegen habe ich sie ausgesucht und mit reingepackt. Großartig. Und guck, die Stubenfliege ist natürlich jetzt auch mit am Start. Also das hier wäre so meine perfekte My Little Box. Wenn es die zu kaufen gäbe, schreibt mir in die Kommentare. Würdest du sie bestellen? Ich kann ja mal so ein bisschen den geschätzten Gesamtwert mal einblenden, ne? Also, ich würde sie kaufen, definitiv, weil ich die richtig feiere. Ich meine, ich habe sie selber zusammengestellt. Das ist mein absolut eigener Geschmack, ist klar, ne? Und ich habe natürlich auch aus dem Fundus gewählt, der halt vorhanden war, aber das war schon cool. Also, das hätte ich schon ganz gerne gehabt. Das als Claudi-Box oder so. ja, egal. Genug der Spinnereien, ihr Lieben. Das wäre es jetzt mal von diesem etwas anderen Video gewesen. Und wenn es dir hier gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühle dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.